Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und nachhaltig leben ist raus. Und wir sind hier mit ihm. Ich habe seinen Namen vergessen. Kinder sind ja nicht so wichtig in dieser Challenge. Ja, auf jeden Fall haben wir hier schon den ökologischen Fußabdruck bekommen, denn der ist zumindest neutral. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, oder? Ja, auf jeden Fall versuchen wir hier ein bisschen was dafür zu tun. Also mal gucken, inwiefern wir das halt mit einbringen können. Ich möchte auf jeden Fall einen Müllcontainer haben. Weil wir können darin ein Baby machen. Und das ist sehr wichtig. Wir können ja schon mal einen besorgen. Die Kids, die habe ich gesagt, werde ich dann Sonntag altern, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo jetzt, also wann die geboren worden sind, deswegen, ja. Übrigens, die Items sind wunderschön, ne? Also, wirklich, da kann man halt gar nichts gegen sagen. Da sind so coole Sachen bei. Also, wenn wir irgendwann nochmal umziehen, was wir bestimmt werden, dann muss ich leider neue Möbel kaufen. Hier ist ein Container. Da ist ein Kleiderschrank. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Ich nehme das übrigens tagesaktuell auf. Also das heißt, wenn ich hier fertig bin mit meinem Leben, dann muss ich auch direkt schneiden. So, wir haben jetzt ja nicht so viel Platz in meinem Haushalt hier. Deswegen werden wir erstmal warten, bis wir halt neue Kinder kriegen. Aber wenn, sind wir auf jeden Fall ready dafür, halt hier drin ein Kind zu machen. Weil ich habe schon gesehen, dass da halt was anderes steht bei Techtelmechtel. Bei Babymachen ist halt dasselbe, aber ich habe es noch nicht gesehen, was. Also, ich weiß nur, dass da was anderes steht und ich bin richtig ready dafür. Ich bin sowas von ready. Das glaubt ihr gar nicht. Generell für das ganze Pack. Ich denke, dann werde ich auch privat weiterspielen, weil Montag habe ich meine letzte Prüfung, beziehungsweise meinen letzten Test, damit ich halt Noten bekomme. Irgendwann werde ich nochmal ausführlich darüber sprechen, glaube ich. Weil, so wie ich das sage, ist das auch okay. Nach Montag bin ich dann nämlich erstmal frei. Also dann habe ich frei. Bis zum 19. Dann muss ich mein Zeugnis abholen, dann bin ich halt auch frei. Deswegen wird das schon hier klappen im Leben. So, die beiden Sträuche sind jetzt schon wach. Er muss sich jetzt nur noch um Fantasie kümmern, deswegen kann er das gerne tun. Hat er das im Inventar? Jo. Oh, das neue Inventar. Oh, oh mein Gott. Oh, wie schön. Bitte, dann mal mit Lama. Und du, wie sieht's bei dir aus? Was? Nein, das sind Freunde. Was brauchst du? Fantasie und Denken. Dann gönn dir erstmal ein bisschen Blickblock und dann, Blickblock? Nein, das war das Ding ins Spiel, ne? Hier Blöcke einfach. Dann werden die heute bestimmt noch gealtert werden. Das ist sehr, sehr cool. I love it. Theo? Super. Dann, mach mal weiter. Was ist mit ihm? Körperunsicherheit wegen schlankem Körper. Ja, aber... Also schlecht siehst du doch nicht aus, du... Oh, stimmt, wir haben das jetzt hier stehen, ne? Wir können hier auch Abstimmung machen. Oh mein Gott. Aber uns sagt das hier keiner, ne? Das ist irgendwie mies, weil ich würde gern abstimmen. Weil freie Liebe wäre halt schon geil. Einfach nur, weil, you know, dann kann keiner eifersüchtig sein, weil, ich meine, wir machen mit jedem hier rum. Läuft. Zu Favoriten hinzufügen, die Hausaufgaben. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich finde es auch gut, dass nicht so viele Mods kaputt gegangen sind. Und die, die ich halt benutze, dass die schon direkt hier bereinigt wurden, sag ich mal. Also halt geupdatet. Weil, boah, wäre das schlimm gewesen, ey. Dann hätte ich nicht aufnehmen können. Hat er Fleisch gegessen, obwohl er Vegetarier ist? Kann das sein? Moment. Sieht so aus. Müssen wir halt in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten, was wir hier kochen. Wusstest du, dass dich jemand kontrolliert? Kümmert mich nicht. Oh, wir wurden angeblich schon wieder eingeladen. Mal gucken, inwiefern das der Wahrheit entspricht. Nämlich gar nicht. Wie sieht es bei dir aus? Du bist auch schon fertig. Ihr seid beide fertig. Mit dem Leben. Das Kind darf ruhig schreien. Kein Problem. Er ist richtig wütend, Alter. Bodyshaming wegen Beleidigung. Von Körpergewicht. Ups. Warum? Was ist mit denen? Oh mein Gott. Sei mal bitte kreativ. Und ein Vielfraß. Weil Mutti muss ich auch noch hier um Entschuldigung für das, was passiert ist. Bist du dumm? Und dann müssen wir hier noch helfen, Kerzen auszublasen für Theo. Alles Gute zum Geburtstag auf jeden Fall.
Wir machen direkt Kerzen drauf, weil keiner nimmt hier ein Stück. Ich schaue nur, wie es dir geht. Wieso kriegen wir so viele SMSen? SMSen? Du bist ein mentales Kind und du bist ein Chaot, glaube ich, ja. Wir haben noch gar kein neues Merkmal bekommen, ne? Können die das überhaupt als Kind bekommen? Ja, hier Ökofanatiker und sowas. Okay, die können nur eins von den neuen bekommen bisher. Und dann erst als Teenager wahrscheinlich mehr. Als ob Kinder sich nicht dafür interessieren könnten. Aber naja, die können teilweise ja auch nicht so selber recyceln und so. Vielleicht liegt daran. Und ihr, bitte, seid einfach leise, ey. Boah. Das mit dem Okay drin gelassen haben. Ich glaube, der Kühlschrank muss mal repariert werden. Kann nicht er? War er das mit dem Handwerklichen? Nein, aber er, ne? Geschicklichkeit. Let's go, reparier du das. Weil dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. So sagt man das, oder? Rechnungsinfo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das habe ich schon wieder vergessen, dass das jetzt... Oh mein Gott. I love it. I love it so much. Aber wir haben halt Post bekommen. Deswegen holen wir uns die Post mal eben. Für Nachbarschaft den Aktionsplan abbestimmen. Aber wir haben diese Einflusspunkte nicht. Das habe ich schon erfahren, dass man halt diese hier braucht. Irgendwie 10 oder so, um einmal abstimmen zu können. Und wir haben halt gar keinen. Also wenn wir uns nächstes Mal einen Typen suchen, versuchen wir halt Einflusspunkte zu generieren. Sie stinkt, glaube ich, weil sie ihre Periode hat. Ja. Mehrfachauswahl 1. Dann kann ich jetzt einfach sagen, das soll einfach alles weg. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass ich das brauchte beim Leben. Okay, ich esse schon irgendwie, aber... Oh, Leute. Besser geht's gar nicht. Er kann ja weiter hier Skulpturen erstellen und so. Ich glaube, diese eine Mod ist kaputt. Diese Möbelhersteller-Mod, oder? Oder kann man das erst auf Level 2? Weil irgendwie wird mir das hier nicht angezeigt. Das war natürlich doof. Aber weil da stand da nicht, dass sie kaputt ist. Beziehungsweise es gab auf jeden Fall noch kein Update. Ich check das immer nicht. Ich habe die fucking Binde gewechselt, Mann. Warum? Kannst du nicht einfach sagen, dass das hier funktioniert hat, Mann? Geht das jetzt? Ah, okay. Gut. Okay. Alles gut. Ich dachte schon, das geht nicht. Er hat aber freiwillig nochmal neu angefangen. I love you. Du willst einfach nur gut in der Schule werden. Das finde ich toll von dir. Hat sie gerade genießt? Oh. Was? Mein erster Kuss. Oh. Aber jetzt wird es nicht krank, oder? Bitte. Wir brauchen das nicht im Leben. Corona? Gut. Ich werde jetzt hier diesen Part beenden. Und setze mich dann gleich schön an den Schnitt. Ich hoffe, dass alles rechtzeitig kommt und so. Wenn es jetzt später kam, dann wisst ihr wieso. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!